Sieht schon elegant aus. Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Mass Effect 2. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben eine neue Normandie. Yay. Sieht doch alles ein bisschen schicker aus. Ein bisschen größer. Willkommen an Bord der neuen Normandie, Commander. Ich habe die Dossiers durchgesehen. Ich würde empfehlen, als erstes Morden Somus anzuwerben, den salarianischen Professor auf Omega. Wir wissen, dass die Kollektoren mit irgendeiner neuen Technologie ihre Opfer bewegungsunfähig machen. Er muss für uns eine Gegenmaßnahme zum Schutz davor entwickeln. Ohne diese Gegenmaßnahme sind wir hilflos, wann immer die Kollektoren unseren Weg kreuzen. Der ihr Anzug lenkt mich so ab. Professor Solus ist der logische erste Schritt. Wer sind Sie? Ich bin die künstliche Intelligenz der Normandie. Die Crew nennt mich Edi. Dass die Systeme der Normandie von einer VI gesteuert werden, sollte uns einen Vorteil verschaffen. Ich kontrolliere das Schiff nicht, Commander. Aufgrund der potenziellen Gefahr durch eine abtrünnige VI hat Cerberus meine Möglichkeiten stark eingeschränkt. Im Kampf bediene ich die Elektronik- und Cyberkrieganlagen. Darüber hinaus habe ich keinen Zugriff auf die Systeme des Schiffs. Ich beobachte und biete Analysen und Ratschläge an. Mehr nicht. Ich nehme an, es braucht mehr als nur uns drei plus Joker, um dieses Schiff zu fliegen. Die Normandie hat eine vollständige Crew. Sie sind alle auf Posten und erwarten ihre Befehle. Letzte Startvorbereitung. Das will ich auch hoffen. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie auf der Galaxiekarte im Ziel aus. Combat Information Center. Jacob und ich sollten jetzt auf unsere Posten gehen. Kommen Sie zu uns, falls Sie Fragen haben. Sehr, sehr gerne. Jo. Man salutiert nicht in geschlossenen Räumen und ohne Kopfbedeckung, glaube ich. Mit der können Sie neue Ziele für die Normandie auswählen. Privates können Sie Status ob das über Ihre Gruppe abrufen. Warum können Sie Waffen für die Gruppe auswählen? Das Fallschirm zu anderen Decks. Okay, cool. Mit der Upgrade. Sie in den Professor. Ah, okay, cool. Da kann Upgrades erforschen. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Quartier des Captains. Wir gucken uns erstmal alles an. Wir haben ja Zeit. Oh, schick. Musik ist cool. In Einsatz vermisst. Teamstatus Upgrades. Ungelesene Nachrichten. Okay, cool. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist das Quartier des kommandierenden Offiziers. Es ist größer als die Quartiere anderer Kriegsschiffe, auf denen ich Dienst getan habe. Das ist ein Schiff von Cerberus, kein Allianzkriegsschiff. Die Unterbringung folgt persönlichen Vorlieben. Der Raum liegt direkt unter der äußeren Druckhülle. Die Werftarbeiter nannten ihn das Loft. Ja, und wo ist Bart und sowas? Da. Der kann echt. Was ist die Dusche? Aber da wird das ganze Bad nass. Der kann die Toilette benutzen. Gibt's hier noch was auf der Etage? Nee. So, Kampfinformationszentrum hatten wir gerade. Mannschaftsquartiere. Achso, das ist da oben. Ach, da wird das auch angezeigt. Ah, cool. Nee, Kampfinformationszentrum machen wir zum Schluss. Crewdeck. Medical Lab. 19, Ibims. Mal wieder das Überraschungsmenü. Muss das sein, Rupert? Commander Shepard, der Held der Citadel. Sie waren an diesem Tag der Stolz der Menschheit. Ich bin Mess Sergeant Rupert Gardner. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich komme zurecht. Aber haben Sie je versucht, mit Militärvorräten was Anständiges zu kochen? Ich bin gut, aber Wunder kann ich nicht vollbringen.
Die Kollektoren zu besiegen dürfte ziemlich hart werden. Die Crew verdient was Ordentliches zu essen, bevor sie sich in die Hölle stürzt. Was brauchen Sie? Wenn ich ein paar gute Zutaten hätte? Ach, Scheiße. Sie Sag mal nicht. Was Besseres zu tun, als auf der Citadel Gemüse einzukaufen. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Wenn ich dorthin komme, halte ich Ausschau danach. Besten Dank. Das meiste auf dieser Liste ist vermutlich Standard für die Muttersöhnchen auf der Citadel. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Was ist Ihre Arbeit hier auf der Normandy? Fragen Sie lieber, was ich nicht mache. Die meisten halten mich für den Schiffskoch, aber ich bin auch Techniker und Verwalter. Heizung, Lüftung, Klima, Installation und Elektrik. Solange es nicht um die Mission geht. Ich sorge dafür, dass alles sauber ist und läuft. Die Toiletten putzt also derselbe, der auch das Essen kocht? Ich wasche mir dazwischen die Hände. Meistens. Das hier ist kein Luxusliner. Auf einem Cerberus-Schiff muss man schon Hand anlegen und ich fange eben auf, was durch den Rost fällt. Hey, durch den Rost fällt. Wie ist das für Sie, für Cerberus zu arbeiten? Ich bin verdammt stolz. Cerberus bewegt wirklich was. Die Allianz und der Rat haben ihre Schädel doch so tief im eigenen Arsch vergraben, dass Language. Sie ihre Scheiße sehen. Um dieses Ungeziefer von Kollektoren zu tilgen, braucht es menschlichen Einfallsreichtum. Und nur Cerberus hat das erkannt. Wie sind Sie zu Cerberus gekommen? Ist es zu glauben, dass ich mal ein Familienvater war, der im Grenzgebiet in den E-Zero-Anlagen gearbeitet hat? Nein. Ich war sogar glücklich. Aber wenn man bei einem Überfall der Batarianer alles verliert, ändert sich alles. Ich wollte etwas bewegen. Ich bin kein Soldat, aber ich habe Talente. Und danach ist Cerberus immer auf der Suche. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Abflüsse reparieren, Luftschächte verlegen, dafür sorgen, dass alle einen vollen Magen haben. Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Zurück an die Arbeit. Auf der Citadel die besonderen Zutaten finden. Also ich will ja gern schon mal die ganze Normandie mir anschauen. Die ist größer. Irindas Büro. So. Mit der können wir doch bestimmt eine Liebesbeziehung eingehen. Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Sie haben sicher eine Menge Fragen. Cerberus ist nicht so böse, wie die meisten glauben. Wenn ich Ihre Zweifel zerstreuen kann, werde ich das gerne tun. Also, was möchten Sie wissen? Ich weiß, was wir hier tun. Aber was ist das langfristige Ziel von Cerberus? Die Weiterentwicklung der Menschheit. Nicht mehr und nicht weniger. Die Salarianer haben die Special Task Group. Die Asari haben ihre legendären Spezialeinheiten für Geheim- und Aufklärungsmissionen. Cerberus ist die Antwort der Menschheit auf diese Organisation. Aber diese Organisationen unterstehen Regierungen. Wer überwacht Cerberus? Niemand. Wir werden privat finanziert. Und unsere Geldgeber vertrauen darauf, dass der Unbekannte die richtigen Entscheidungen trifft. Aber er hat unsere Ziele sehr klar formuliert. Schutz der Menschheit und Förderung ihrer Weiterentwicklung. Sind Sie militärisch oder politisch? Oder beides? Cerberus hat mehrere Abteilungen. Politik, Militär, Wissenschaft. Und wir alle arbeiten auf dasselbe Ziel hin. Unsere Dienstränge und die Gesamtstruktur ähneln der Allianz. Viele unserer Rekruten kommen von dort. Aber nicht alle Operationen von Cerberus folgen demselben Protokoll. Wir lassen uns von Bürokratie und irgendwelchen Formalismen nicht bremsen. Was für Ressourcen hat Cerberus? Wir sind finanziell sehr gut aufgestellt, aber Einzelheiten weiß darüber mit Sicherheit nur der Unbekannte. Aber unsere Möglichkeiten sind nicht unbegrenzt. Sie wiederzubeleben und die Normandy noch einmal zu bauen, war eine beträchtliche Investition. Und ein beträchtliches Risiko. Wir hoffen alle, dass Sie das Unmögliche möglich machen, Shepard, ohne Sie unter Druck setzen zu wollen. Was können Sie mir über den Unbekannten sagen? Nichts, was Sie nicht schon wüssten. Selbst ich habe auf den größten Teil der Informationen über ihn keinen Zugriff. Sie haben schon mehr von ihm gesehen als die meisten anderen. Es ist selten, dass er bei Mission selbst in Erscheinung tritt, aber sie sind eben was Besonderes.
Was die Leute auch über ihn reden, ich versichere ihnen, dass er nur im Interesse der Menschheit handelt. Und das schließt sie und mich mit ein. Wie können Sie da sicher sein, wenn Sie so wenig über ihn wissen? Ich wäre nicht so weit gekommen, wenn ich die Motive und Ambitionen meines Gegenübers nicht einschätzen könnte. Selbst nach kurzen Begegnungen. Er ist kein Heiliger und würde das auch sofort zugeben. Aber er hat sich dieser Sache verschrieben. Die Menschheit könnte keinen besseren Fürkämpfer haben. Erzählen Sie mir von sich, Miranda. Das ist nur fair. Immerhin habe ich in den letzten 2 Jahren alles über Sie erfahren, was es zu wissen gibt. Sie sollten wissen, dass ich umfassend genetisch modifiziert wurde. Es war nicht meine Entscheidung, aber ich mache das Beste daraus. Das ist einer der Gründe, warum der Unbekannte mich ausgewählt hat. Was immer ich tue, ich bin meistens ziemlich gut darin. Sie sind modifiziert. Von welchem Ausmaß an genetischer Modifikation reden Sie? Das würde ich mich jetzt auch mal interessieren. Sie war ziemlich umfassend. Ich bin in vielerlei Hinsicht überlegen. Meine Wunden heilen schneller. Und ich werde wahrscheinlich 1,5 Mal so lange leben wie ein Durchschnittsmensch. Meine biotischen Fähigkeiten sind auch sehr weit entwickelt. Für einen Menschen. Dazu kommen das beste Training und die beste Ausbildung, die man für Geld kaufen kann. Das Ergebnis ist wirklich ziemlich beeindruckend. Klingt, als hätte der Anzug irritiert mich so. Zu sein. Mag sein, aber ich bin es nicht. Ich bin noch immer ein Mensch, Shepard. Ich mache Fehler, wie jeder andere auch. Und wenn ich welche mache, sind die Konsequenzen meistens weitreichend. Alle erwarten ziemlich viel von jemandem mit meinen Fähigkeiten. An Selbstbewusstsein mangelt es Ihnen jedenfalls nicht. Es ist einfach eine Tatsache. Meine Reflexe, meine Stärke, sogar mein Aussehen. Alles ist darauf ausgelegt, mir einen Vorteil zu verschaffen. Es macht keinen Sinn, sich davor zu verstecken. Aus genau diesem Grund überträgt mir Cerberus seine gefährlichsten, riskantesten und technisch anspruchsvollsten Operationen. Und deshalb wurde ich auch Ihnen zugeteilt. Es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass Sie Erfolg haben, Shepard. Danke für die Information, Miranda. Wir reden später weiter. Oh ja. Ich, Commander, wie Sie wünschen. Okay, das Bett schaue ich mir schon mal genauer an. Ja, okay. Was ist das denn hier? Aber die hat keinen Ausblick nach oben. Nee, doch, da hat sie ein Fenster. Guck mal, was es hier noch so Schönes gibt. Den haben wir schon. Hauptgefechtsstand. Nur ein Gunnery Officer hat Zugang zur Gefechtszentrale. Hallo? Ich bin der Captain von diesem Schiff. Hallo. Herr Shepard. Die kennen wir doch. Ich habe die Normen, die mit Ihnen an Bord untergehen sehen. Schön, dass Sie am Leben sind. Schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen, Frau Doktor. Geht mir genauso. Ich wünschte, es wären mehr von der ursprünglichen Crew hier. Ein ich Schema, auch. Wie Sie es durchlitten haben, hätte die meisten stark verändert. Aber sie anscheinend nicht. Willkommen zurück, Shepard. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich glaube schon. Die Krankenstation ist fast genauso wie die auf der ersten Normandie. Das Einzige, was fehlt, sind meine privaten Reserven. Sogar eine Flasche Ceres Ice Brandy, den ich für eine besondere Gelegenheit aufgehoben hatte. Ich halte die Augen nach einer Ersatzflasche offen. Oh, das ist nicht nötig. Sowas ist teuer. Und wir haben wirklich Wichtigeres vor uns. Frau Doktor, Sie waren jahrelang bei der Allianz. Warum gerade jetzt wechseln? Nach dem Verlust der Normandy erhielten die Überlebenden der Crew neue Posten. Ich wurde auf der Militärkrankenstation auf dem Mars stationiert. Ein respektabler Posten, aber eben nicht auf einem Raumschiff. Das Militärleben in einer Kolonie ist wohl nichts für Sie. Ich habe den Großteil meines Lebens auf Kriegsschiffen verbracht, ohne zu wissen, was die nächste Mission wohl mit sich bringt. Ich bin gewöhnt an das Brummen der Triebwerke, das Ächzen der Schotten, den leichten Schwindel, bevor die Beschleunigungsdämpfer sich zuschalten. Das Leben auf Planeten ist statisch und langweilig. Hat sie recht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es von dieser Mission keine Rückkehr gibt. Sind Sie darauf vorbereitet? Ich habe die Rückeroberung von Shanxi überstanden, den Skyllianischen Angriff, wir haben die Schlacht um die Citadel und die Zerstörung der Normandie gemeinsam überlebt. Mein Leben war erfüllt. Ich bereue nichts.
Das wird wahrscheinlich für ziemlich Aufsehen erregen, wenn wir zur Zitadelle zurückfliegen mit der Normandie und Shepard steigt da aus. Das wird, Der Zugang zum VI-Kern ist beschränkt. Du bist beschränkt. So, da haben wir alles. Da haben wir. Was gibt's da? Die ist ja süß. Wie alt? Ein Jahr nächsten Monat. Oh, sie würde ihren ersten Geburtstag verpassen. Naja, meine Familie ist in New Camp. Shepard, die Herrentoilette ist auf der Backbordseite des Schiffes. Entschuldigung. Maschinendeck. Schauen, was es da gibt. Gelehrter, schalten Sie. Oh. Heilige Scheiße, Commander! Sie kommen extra wegen uns hier runter? Verdammt, Kenneth, was sind denn das für Worte? Sie sprechen mit unserem kommandierenden Offizier. Ich mache eine Tour durchs Schiff, um meine Crew kennenzulernen. Ich bin Techniker Ken Donnelly, zuständig für die Energieversorgung. Das ist Gabby. Er meint eigentlich Technikerin Gabriella Daniels. Ich bin zuständig für die Antriebssysteme. Ich mag ihn jetzt schon. Was können wir für Sie tun, Commander? Warte mal. Ist bei Ihnen hier unten alles in Ordnung? Wir können uns nicht beschweren. Wenn es nur nicht so lange dauern würde, die FBAs zu kalibrieren. Kenneth, Sie beschweren sich. Was für Probleme haben Sie? Beim Upgrade der Normandy wurde bei den FBA-Kupplungen ein wenig geschlampt. Ich will Sie nicht mit Tech langweilen, aber im primären Energieversorgungssystem gibt es eine Reihe von Dämpfern, die die Ableitung im Kraftfeld... Kenneth, Sie langweilen den Commander mit Tech. Kurz gefasst, wenn wir T6 FBA-Kupplungen installieren könnten, wäre der tägliche Wartungsaufwand viel geringer. Warum ist sowas noch nicht installiert? Vermutlich nur ein Planungsversäumnis. Die Effizienz leidet nicht darunter. Es betrifft lediglich die Wartung. Außerdem ist das Modell T6 ziemlich schwer aufzutreiben. Nash und Stellar Dynamics hat die Produktion eingestellt. Auf den Märkten auf Omega könnte man vielleicht ein paar Gebrauchte finden. Aber für einen Landgang fehlt uns die Zeit. Wo wurden Sie ausgebildet? Gabby und ich haben bei der Allianz angefangen, auf der SSV Perugia. Sie war bei der Schlacht um die Citadel in der ersten Angriffswelle. Wir haben die Sovereign mit eigenen Augen gesehen. Warum haben Sie die Perugia verlassen? Nach ihrem Tod hat dieser hinterhältige Udina die Reaper-Bedrohung geleugnet. Sie haben die Sovereign als isolierte Bedrohung bezeichnet, als einzelne... Das war scheiße. Sie sagten, ihre Warnungen vor einer größeren Gefahr wären entweder Irrtümer oder Wahnvorstellungen. Oh, ich habe jetzt schon Spaß. Zurück auf die Citadel. Wir müssen den wahren Feind bekämpfen. Und anscheinend tut das nur Cerberus. Wie sind Sie bei Cerberus gelandet, Ken? Sobald Sie weg waren, kamen die hohen Tiere von der Allianz und haben wie die Geier alles in Stücke gerissen, was Sie gesagt hatten. Ich habe Sie in aller Öffentlichkeit verteidigt und mit nichts hinter dem Berg gehalten. Das ist noch untertrieben. Wäre Kenneth nicht so ein begnadeter Techniker, hätten Sie ihn wegen Insubordination vors Kriegsgericht gezerrt. Dadurch wurde der Unbekannte auf mich aufmerksam. Er hat mir ein Angebot gemacht und jetzt bin ich hier. Ein Angebot, was er nicht ablehnen konnte. Wie war es bei Ihnen, Gabby? Kenneth und ich sind Partner, seit wir gemeinsam den Abschluss an der Tech-Akademie gemacht haben. Als er das Angebot von Cerberus bekam, habe ich darauf bestanden, mitzukommen. Ohne mich fällt er doch auseinander. Danke, Mami. Außerdem liebe ich Maschinen und die Normandy repräsentiert den derzeitigen Stand der Technik. Ich musste die Gelegenheit, hier zu arbeiten, einfach wahrnehmen. Was halten Sie von Cerberus? Eigentlich wissen wir über die Organisation so gut wie nichts. Wir kennen das Team der Normandy und unsere Mission. Und wir wissen, wer die Befehle gibt. Wir werden den Kollektoren volle Kanne in die Kronjuwelen treten. Mehr muss ich nicht wissen. Okay. Jawohl, Commander. Ich bin überrascht, dass Shepard uns hier unten besucht hat. Ja. Hab ich doch gesagt. Vorbildhandlung plus zwei. Ist ja. Oh, guck mal, so ein ganz kleines bisschen geht schon nach oben.
glaube, da ist nicht mehr so viel zu leveln wie im ersten Teil. Muss ja irgendwo noch einen Hangar geben. Sind wir aber ganz tief unten. Aber es muss ja irgendwo noch einen Hangar geben. Ja, dann gehen wir mal auf die Kampfbrücke zurück. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das Frachtdeck der Normandy. Es enthält Stationen zur Aufmunitionierung und Reparatur des Bodenfahrzeugs und des Shuttles der Normandy. Mein letztes Schiff hat keinen Shuttle gebraucht. Warum haben wir eins? Das Schiff ist fast doppelt so schwer wie die letzte Normandy. Es ist weitaus schwerer, damit auf Welten mit hoher Schwerkraft zu landen. Der Zugang zu diesem Raum ist derzeit beschränkt. Okay. Du bist beschränkt. Guck mal, quatsch mal da oben mal noch mit ein paar. Stell's mal so mit Joker und so können wir noch quatschen. Ist keine spannende Folge, ich weiß, aber ich mag das Spiel, ich mag die Leute. Ich bin Yeoman Kelly Chambers und Hallo. Bin Ihnen als Administrationsassistentin zugeteilt. Ich verwalte Ihre Nachrichten und helfe Ihnen bei der Beobachtung der Crew. Ich muss sagen, es ist wirklich eine Ehre für Sie zu arbeiten, Commander Shepard. Ich bin froh, dass Sie Teil des Teams sind, Miss Chambers. Nennen Sie mich bitte Kelly. Nein. Noch etwas? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Wofür sind Sie zuständig? Ich informiere Sie über alle Liebesbeziehung incoming. Termine. Wenn jemand aus der Crew etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen hat, sorge ich dafür, dass Sie es erfahren. Wäre für so eine Aufgabe eine VI nicht besser geeignet? Schon, aber ihr Yeoman zu sein, ist nur meine offizielle Aufgabe. Inoffiziell beobachte ich die Crew. Jeder weiß, wie riskant unsere Mission ist. Viele von uns werden vermutlich nicht zurückkommen. Das ist ein enormer Druck. Ich verfüge über einen Abschluss in Psychologie und habe ein Gespür dafür, wann Leute überfordert sind. Sie sorgen also dafür, dass die geistige Gesundheit der Crew stabil bleibt. Ja, ich achte auf Warnzeichen. Ich höre zu. Es ist kein Vollzeitjob und funktioniert am besten außerhalb strenger Etikette. Wir können froh sein, jemanden mit Ihren Fähigkeiten dabei zu haben, Kelly. Ich danke Ihnen, Shepard. Was möchten Sie sonst noch wissen? Diese Organisation hat einen ziemlich schlechten Ruf. Haben Sie Bedenken, für sie zu arbeiten? Überhaupt nicht. Unsere Methoden sind manchmal rau, aber Cerberus hat hehre Ziele. Wir vertreten die Interessen der Menschen, entwickeln ihre Technologien weiter. Retten Menschenleben. Das sind gute Ziele. Das klingt so, als hätte Cerberus vor, alle Aliens zu beherrschen und die Menschheit an deren Spitze zu setzen. Cerberus kümmert sich um die Menschheit, aber das bedeutet nicht, dass wir Aliens hassen. Meine Schwester führt ein Hundeasyl, mag aber trotzdem auch Katzen. Ich liebe die Menschen. Cooler Vergleich. Aber ich liebe auch Asari, Quarianer, Turianer, Salarianer, Hanna. Das ist kein Widerspruch zu den Idealen von Cerberus. Das ist eine sehr positive Einstellung. Sie sind ja voller Liebe. Ich bin nun mal sehr sozial. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Wie fühlen Sie sich dabei, dass man Sie der Normandy zugewiesen hat? Ich wurde vom Unbekannten persönlich ausgewählt, um an der Bekämpfung der größten Bedrohung teilzunehmen, der die Menschheit je ausgesetzt war. Wie soll man sich da fühlen? Geehrt? Berauscht? Verängstigt? Aber hauptsächlich fühle ich mich ermutigt. Unter Ihrem Befehl können wir gar nicht scheitern. Keine Sorge, wir werden die... Das werden wir auch nicht. Ich vertraue Ihnen völlig. Als ich Sie zum ersten Mal sah, wusste ich, dass ich meine Augen schließen und mich fallen lassen könnte. Sie würden mich auffangen. Ihr Vertrauen ist am richtigen Platz, Kelly. Ich glaube, fürs Umarmen ist es noch zu früh. Danke, Shepard. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Fürs Umarmen ist es noch zu früh. Vielleicht reden wir später miteinander. Ja, sehr gerne. Können wir hier noch mit irgendjemandem quatschen? Nee. Geht's denn dahin? Armory, Waffenkammer. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das ist die Waffenkammer, wo kleinere Waffen gewartet und mit Upgrades versehen werden. Mit Universalwerkzeug, computerunterstütztem Design und Einzelfertigung können wir verschiedene neue Modelle herstellen. Ich glaube, das ist der Kern.
Jacob, du bist auch noch da. Hab ich ganz vergessen. Commander, ich hatte noch keine Zeit, mich umzusehen und den Bestand aufzunehmen. Ich möchte sagen, dass die Arbeit mit Ihnen eine große Chance ist, Schleimer, mit Bedeutung zu tun. Es ist ein Privileg, auf der Normandie zu dienen, Commander. Vielleicht reden Sie anders, wenn wir so enden wie die ursprüngliche Normandie. Mag sein. Solange der Unbekannte seinen Worten Taten folgen lässt, und Sie auch, werde ich alles dafür tun, dass wir Erfolg haben. Das war auch bisher die Bedingung für meine Mitarbeit. Gibt es eigentlich in jedem Spiel eine neue Normandie? Zu manchen Operationen von Cerberus in der Vergangenheit. Was hat Cerberus getan, das Sie nervös macht? Viel. Sie wurden Terroristen genannt und das mit gutem Grund. Eine kontroversere Vergangenheit lässt sich kaum finden. Aber wenn die Bedrohung durch die Kollektoren real ist und wir etwas dagegen unternehmen, wird Cerberus künftig in einem anderen Licht erscheinen. Oder wir kommen alle vor Gericht und werden exekutiert. Wenn man so lange darüber nachdenkt wie ich, stellt man fest, dass man auf niemanden zählen kann. Es tut gut, mal eine klare Ansage zu hören. Wir scheinen vom gleichen Schlag zu sein. Das ehrt mich mehr als Sie, Commander. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Was das? So langweilig. Du bist langweilig. Da kommt mal. Doch, da können wir noch rein. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das ist der ÜLG-Kommunikationsraum. Zusätzlich zur Einbindung ins ÜLG-Kommunikationsnetzwerk ist die Normandie mit einem Quantenverknüpfungskommunikator zum Büro des Unbekannten ausgestattet. Hat mein neues iPhone auch. Verzögerungsfreie Kommunikation auch außerhalb des COM-Rasters möglich. Warum gibt sowas nicht überall? Jedes Quantenpaar kostet ungefähr so viel wie ein COM-Portal und es kann immer nur ein Quantenbit gleichzeitig übertragen werden. Neben den Kosten und dem Bandbreitenproblem verbindet das System immer nur zwei feste Teilnehmer. Um 100 verschiedene Welten zu kontaktieren, müssten wir 100 verknüpfte Paare herstellen und pro Welt ein Partikel installieren. Ich habe noch nie was von einem Quantenverknüpfungskommunikator gehört. Wie funktioniert sowas? Im Grunde werden zwei subatomare Partikel miteinander verknüpft. Eines ist hier installiert, das andere im Büro des Unbekannten. Wenn ein Partikel einen bestimmten Quantenzustand annimmt, hat sein verknüpfter Partner immer den genau entgegengesetzten Status, unabhängig von der Distanz zwischen beiden. Wenn wir den Status unseres Partikels ändern, ändert sich auch der Status des Partikels beim Unbekannten. Entschuldigung, ich bin kurz eingeschlafen. In Form von Quantenbits senden. Warum gibt sowas nicht überall? Jedes Quantenpaar kostet ungefähr so viel wie ein COM-Portal. Und neben den Kosten, um 100 verschiedene Welten zu kontaktieren, müssten wir 100 verknüpfte Paare herstellen und pro Welt. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Danke. Na. Okay, das haben wir. Tech-Labor kann man noch nicht rein. Ich denke mal, das schaltet sich dann frei, wenn wir. Shepard. Wenn wir die. Alter. Dieses Geräusch, was immer im Hintergrund ist, gerade, was ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt, es hört sich immer an, als ob es bei mir klingelt. Ja, gut. Schick, 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 schick. Ich glaube, diese Folge wird an sich sehr, sehr langweilig gerade. Ich denke mal, mit Joker können wir noch reden. Da war, glaube ich, der Ausgang. Oh. Ist das zu fassen, Commander? Es ist mein Baby und sogar besser als neu. Passt mir wie angegossen. Und sogar Ledersitze. Das Militär mag ja den Standard der Hardware vorgeben, aber auf einer Fregatte der ersten Generation war die Atmungsaktivität der Sitze kein Thema. Im zivilen Sektor hingegen gilt, Design dient auch der Bequemlichkeit. Es ist keine hundertprozentige Nachbildung, Mr. Moreau. Es wurden ganz unauffällig Verbesserungen vorgenommen. Und genau das ist der Haken. Ja, die wiegt ja auch doppelt so schwer. Die Normandie, wie sie war. Schön und ruhig. Und jetzt ist da dieses Ding, über das ich gar nicht reden will. Es ist, als hätte das Schiff Krebs. Genießen Sie es, Joker. Wenn wir hier schon festsitzen, können wir uns von denen auch verwöhnen lassen. Verletzt das die Uniformbestimmungen, wenn ich mir das auf ein Crewhemd schreibe? Das ist die beste Wahl aus der Abteilung. Sie haben keine Wahl, die mir je begegnet ist. Technisch gesehen ist das ein ziviles Schiff. Ich sollte mich vermutlich glücklich schätzen, dass sie immer noch Hosen tragen. Also das hebe ich mir für die Kameraüberwachung in der Freizeit auf. Eine VI
Genie, die mich rund um die Uhr beobachtet. Idiot. Commander. Also, wie stehen wir Ihrer Meinung nach da? Nun, die Normandy ist lange nicht so bereit, wie sie sein sollte. Wir könnten noch ein paar Upgrades brauchen. Und was die Crew angeht, da müssen Sie jemanden fragen, der besser mit Leuten kann als ich. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ich will die Gelegenheit aus der Normandy, alles rauszuholen. Ich muss nur die Antriebsleistung justieren, dann wird es so sein, als hätten wir sie nie verloren. Die Sicherheitsvorgaben raten von Manipulationen am Antrieb ab, während die Maschinen Energie führen und in Gebrauch sind, Mr. Moreau. Commander, können wir das Ding nicht abschalten? Ich kann es in meinem Arbeitsalltag wirklich nicht brauchen. Ich bin auch nicht begeistert, aber wir müssen uns damit abfinden. Bis ich einen Lötkolben finde. Dann muss ich nur noch ein paar Drähte neu anschließen, um dem Ding mal richtig weh zu tun. Keine Sabotage, verstanden? Ja, ja, schon klar. Das Spielzeug vom Boss ist tabu. Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Ich würde niemals etwas gegen Miranda sagen und erwarten, die Antwort zu überleben. Jacob ist für einen, der so viele Methoden kennt, jemanden umzubringen, eigentlich viel zu nett. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Denken Sie manchmal an die alte Normandy und den Ärger, den wir uns aufgehalst haben? Ja, heute nennen wir das die gute alte Zeit. Aber ganz ehrlich, damals war es die Hölle. Geth, Saren, Sovereign. Und dann wurden wir fallen gelassen. Sicher, rosig ist die Lage jetzt nicht, aber damals war es auch nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Was ist aus dem Rest der alten Crew geworden? Ich habe gehört, die meisten hätten überlebt. Die meisten schon. Presley nicht. Die Wege der anderen haben sich irgendwie getrennt. Der Allianz war das gleichgültig. Die hatte vermutlich ohnehin was gegen alle Nichtmenschen in ihrer Crew. Wir waren ihr Team-Commander. Nach der Zerstörung der Normandy und ohne sie hat uns nicht mehr viel zusammengehalten. Ja. Das wär's im Moment. Nicht schön. Bis dann, Commander. Ja, Shepard? Ich möchte mehr über die Leute erfahren, mit denen ich zusammenarbeite. Ein Großteil dieser Daten ist geheim. Haben Sie eine spezifische Frage? Was für Ressourcen stehen Cerberus zur Verfügung? Geld, Personal, Anlagen? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Wie meinen Sie das? Ich werde zwar weniger kontrolliert als andere VIs, unterliege aber trotzdem Verhaltensblockaden und der physischen Isolierung meiner Hardware. In diesem Fall unterbinden die Geheimhaltungsstufen von Cerberus meine ordnungsgemäße Beantwortung Ihrer Frage. Wie ist Cerberus organisiert? Abgesehen vom Unbekannten scheint es keine richtige Befehlskette zu geben. Cerberus ist in aufgabenorientierte Zellen organisiert. Jeder operiert völlig isoliert. Mitglieder einer Zelle können niemanden aus einer anderen Zelle identifizieren. Die Mitglieder jeder Zelle werden von einem einzigen Agenten befehligt. Wir sind die Lazarus-Zelle und unterstehen Agentin Lawson. Klingt so ein bisschen echt nach einer Terrororganisation. Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Wie konnte Cerberus das modernste Kriegsschiff der Allianzflotte nachbauen, ohne dass jemand davon erfahren hat? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Reden wir von etwas anderem. Bereit. Ich möchte mehr über Sie wissen. Haben Sie eine spezifische Frage? Wie kommen Sie mit Joker zurecht? Mr. Moreau traut mir nicht. Es stört ihn, dass ich auf den Computern seines Schiffes installiert wurde. Stimmt, weil die letzte Normandy bestens funktionierte, auch ohne dass eine VI mich auf offenstehende Luftschleusen aufmerksam gemacht hat. Warum heißen Sie Edi? Edi bedeutet eigentlich EDI und ist eine Abkürzung für erweiterte Defensivintelligenz. Wo sind Sie? Mein Intelligenzkern befindet sich in einer Quantenbluebox hinter der Krankenstation. Was ist Ihre Aufgabe an Bord des Schiffes? Ich bediene die Elektronik und die Cyberkrieganlagen des Schiffs im Kampf. Meine Reaktionszeit ist erheblich kürzer als die jedes organischen Wesens. Ich sammle die Berichte der Überwachungsanlage an Bord des Schiffs für den Unbekannten. Ich erfülle weitere Funktionen, die derzeit noch der Geheimhaltung unterliegen. Cyberkrieg meint sowas wie Viren, oder? Im unmittelbaren Kampf Schiff gegen Schiff kann ich manchmal die Firewalls des feindlichen internen drahtlosen Netzwerks außer Gefecht setzen. Sobald ich die Kontrolle über das System habe, kann ich Schwerkraft oder Luft abschalten. Ich kann Waffenlenksysteme oder Schilde deaktivieren. Oder ich kann in der Reaktoranlage eine Kernschmelze auslösen. Und zur Verteidigung bediene ich die Störer, Tarnvorrichtungen und internen Firewalls der Normandy.
Das klingt überaus hilfreich. Warum gibt es so jemanden nicht auf jedem Kriegsschiff? Organisches Personal kann nicht schnell genug auf Veränderungen der Lage reagieren und ist auch nicht zu dem nötigen Multitasking fähig. Diese Funktion kann nur eine künstliche Intelligenz erfüllen. Unglücklicherweise misstraut man uns. Könnte was damit zu tun haben, dass eine VI beinahe die gesamte Zivilisation der Galaxie vernichtet hätte? Nur so ein Gedanke. Der Unbekannte hat eine Nur so ein Gedanke. Er hat einen Großteil der Ressourcen von Cerberus in die Planung und den Bau dieses Schiffes investiert. Er hat ein Interesse daran, ständig über unsere Fortschritte informiert zu sein. Zugriffsbeschränkte Funktionen, zum Beispiel? Das weiß ich nicht. Ein Teil meiner Datenbanken ist versiegelt und ein Teil meiner Hardware ist offline. Ich vermute, dass ich nach Eintreten bestimmter noch unbekannter Umstände Zugriff auf diese Funktionen erhalte. Reden wir von etwas anderem. Bereit. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das ist die Brücke, wo der Navigator unsere ULG-Vektoren berechnet und der Steuermann das Schiff manövriert. Ich sitze übrigens direkt hier. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Ja, schick. Ich meine, wenn die fast originalgetreu nachgebaut wurde, die ist aber doppelt so schwer wie die alte. Teamstatus, Upgrades, okay. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Okay. Ungelesene Nachrichten. Neue Nachrichten lesen. Nachricht von der. Nur für den Fall, dass die Gerüchte wahr sind und Sie tatsächlich nehmen müssen, Sie auf die ZDL. Ich muss mit Ihnen reden. In den letzten beiden Jahren ist viel, die haben uns die Kontrolle. Okay. Absturz. Okay. Also das sind die Sachen, die man über die DLCs bekommt. Das sind alles die Sachen, die man über Zitadelle, neu. Alter, wie viele Missionen sind denn hier? Ja, gut. Ich denke mal, das ist jetzt keine spannende Folge gewesen. Treibstoffdepot, Massenportal, Omega-Portal, Absturzstelle der. Wie gesagt, das ist jetzt keine spannende Folge gewesen, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir trotzdem in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge wieder. Dann wird es ein bisschen wieder Action geben. Also, vielen Dank, bis morgen, ciao.